Hallo ihr Lieben, es ist Montag und ich habe für heute kein Bastelprojekt. Dann geht's schon los, Faden verloren. Ich möchte euch heute ein paar neue Produkte vorstellen, die ihr ab November, und zwar ab dem 3. November bestellen könnt, bis zum 4. Januar. Ich habe leider nur einen Schwarz-Weiß-Drucker, also von daher sieht das jetzt nicht ganz so bunt aus, aber ihr findet den bunten Flyer auf jeden Fall auf meiner Homepage unter der Rubrik Downloads. Ich stelle euch die Produkte jetzt auch gleich im Einzelnen vor und wir fangen mal an mit dem Designerpapier. Das ist ein 6x6 Papier und enthalten sind da 48 Bögen. Und zwar in den Farben Tannengrün, Chili und Sahara Sand. Das ist jetzt nur ungefähr das halbe Paket. Das zweite habe ich hier liegen. Ich habe euch das nur schon mal ein bisschen vorsortiert, damit ihr seht, wie das Papier im Einzelnen aussieht. Sortiert habe ich das jetzt immer Vorder- und Rückseite, sprich Vorderseite, das ist dann die Rückseite. Und das gehe ich jetzt einfach mal mit euch durch. Erste Farbe ist Tannengrün. Hier haben wir auf der Vorderseite Streifen, Rückseite dann dieses Quadrate, dann haben wir Sterne, dahinter sind dann die Zweige, dann haben wir Tannen, dahinter wieder ein quadratisches Muster, dann haben wir wieder Zweige und Punkte. Und so geht das auch weiter bei Chili, Streifen, quadratisch, Sterne, Zweige, Tannen, quadratisch, Zweige und Punkte und so dann auch in Sahara Sand. Ich finde, das ist ein sehr schönes Papier. Gerade dieses Tannengrün und Chili, das sind so typische Weihnachtsfarben. Und da kann man ordentlich was mitmachen. So wie zum Beispiel die Punkte und die Sterne. Sterne, finde ich, kann man jetzt nicht nur zu Weihnachten nehmen. Die passen zum Beispiel auch gut auf auf Babykarten oder auch so zwischendurch, finde ich Sterne ganz schön. Das ist natürlich Geschmackssache. So, das erste Stempelset, was ich euch zeige, nennt sich Geschwungene Weihnachten. Das ist ein Fotopolymer, also ein Klarsicht-Stempelset. Ich nehme es mal raus. Und wenn man jetzt mal so schaut, sind die Stempel wirklich schön groß. Wir haben hier schöne Sprüche drin. Zum Beispiel ein frohes Weihnachten, ein Gruß zum Weihnachtsfest. Wunderschöne und besinnliche Feiertage. Dann haben wir hier zwei kleine Sternchen. Die sind auch einzeln, also die werden nicht zusammen abgestempelt. Hier haben wir noch eine Schneeflocke, das ist die hier. Und dann auch diese beiden Zweige. Ich finde besonders schön hier diese Bäume und auch diesen Sternenschwarm, würde ich es mal nennen. Das ist das eine Stempelset. Jetzt schaue ich gerade mal auf meinen Zettel. Das Stempelset kommt 25 Euro minus der 3% Mehrwertsteuer, die wir ja im Moment immer noch haben. Das ist das eine. Im Übrigen, das Papier kommt 14 Euro. Dann haben wir ein Produktpaket. Da heißt das Stempelset schön schwungvoll und die Stanzformen mit Schwung. Schauen wir uns erstmal das Stempelset an. Da haben wir hier eine schöne lange Blätterranke. Und auch hier seht ihr, wenn ich das jetzt mal so auf meine Hand lege, die Ranke geht wirklich von hier bis hier. Die ist also schön lang. Da kann man schön und schnell, finde ich, auch eine Karte mit füllen. Dann haben wir drei Vögelchen, die auch in unterschiedliche Richtungen schauen. Meistens ist es ja der Fall, dass die nur in eine Richtung schauen. Zu den Sprüchen finde ich, die sind jetzt nicht nur weihnachtlich oder an sich
mit viel Liebe für dich gemacht. Klar, das kann man auch zu Weihnachten nehmen, aber auch für zum Beispiel zum Geburtstag. Viel Schwung im neuen Lebensjahr. Schön, dass es dich gibt. Du bist einzigartig. Und zu diesem Stempelset, entschuldigt, gibt es halt auch die Stanzform mit Schwung. Und die schauen dann so aus. Wir gehen das mal eben zusammen durch. Hier diese lange Stanze ist hier oben für diesen Blätterkranz. Jetzt geht's schon wieder los. Dann haben wir hier die etwas kleinere. Das ist für hier unten. Die drei Vögel brauchen wir auch nicht ausschneiden. Die können wir auch ausstanzen. Sogar hier unten dieses kleine Blatt. Selbst dafür gibt es eine kleine Stanzform und dann haben wir hier noch eine Stanzform, die einmal diesen Blätterzweig dann ausstanzt und dann auch ein wenig prägt. Und diese drei langen, da haben wir einmal gepunktet, einmal mit Muster und dann haben wir hier oben noch eine Blätterranke, die dann diese kleinen Blätter ausstanzt und das andere dann ins Papier prägt. Ich habe jetzt mit dem Set noch nicht gearbeitet, denn das ist heute erst mit der Post gekommen. Die Stanzform und auch das Stempelset Schwungvoll könnt ihr im Moment nur als Produktpaket bestellen, also nicht einzeln. Obwohl ich sagen muss, finde ich, macht es schon Sinn, wenn man sich jetzt beides zusammen bestellt, da man dann auch gleich für die Motive die Stanzform hat. Und preislich liegen wir da bei 50,25 Euro abzüglich der 3% Mehrwertsteuer. Die beiden Produkte kommen auch mit in den Frühjahr-Sommerkatalog, der dann im Januar startet. Ob es das dann einzeln gibt oder auch nur als Produktpaket, da haben wir jetzt leider noch keine Infos zu. Aber es ist an sich schon mal eine Vorabaktion von Stampin' Up. Wer vielleicht mit den Weihnachtsbasteleien schon fast durch ist, vielleicht sind auch noch welche mittendrin, so wie ich, oder schon mal etwas Abwechslung oder abwechslungsreich basteln möchte fürs Frühjahr vielleicht. Für den, finde ich, ist das schon mal ein schönes Set. Ich werde euch damit auf jeden Fall noch Projekte zeigen. Also, wie gesagt, die Stanzform und das Stempelset kommt mit in den Frühjahr-Sommerkatalog. Was es aber definitiv nur bis zum 4. Januar gibt, ist das Stempelset Geschwungene Weihnachten und auch das Papier. Die beiden Produkte gibt es definitiv nur bis zum 4. Januar. So, meine Lieben, das war's für heute schon von mir. Eine kleine Produktvorschau. Wie gesagt, ihr findet alle Infos dazu auf meiner Homepage unter Downloads. Da findet ihr unter anderem auch wie immer die aktuellen Kataloge. Na, Papier lege ich auch noch mal mit dazu. Und dann gibt es ab November auch noch wieder ein Paper Pumpkin. Für diejenigen, die nicht wissen, was ein Paper Pumpkin ist, das ist eine kleine Box. Was heißt klein? Meistens sind da verschiedene Grundkarten drin, also Basiskarten, wo es dann noch Material zu gibt, Aufleger und sowas. Aber auch das findet ihr auf meiner Homepage. Ihr könnt nach wie vor alle Produkte bei mir bestellen. Und am Freitag gibt es dann das nächste Kreativvideo. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, wie immer. Je nachdem, wann ihr schaut, bleibt alle gesund. Genießt die Zeit jetzt. Es ist unsere Zeit, die Bastelzeit. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!